Zeit und zurück hier auf Ragnarok mit unserer Göln. Ja, Family, Crew, keine Ahnung. Aber überlegt euch mal. Wir hatten anfangs immer Shops. Und zwei oder drei Dodos. Und ihn hier. Den hier haben wir ja wahrscheinlich dann tatsächlich am längsten. Und jetzt mittlerweile, da oben stehen drei Vöchel rum, da hinten stehen noch Vöchel rum, wir haben eine Fiumia. Ein Paririno, ein Ankylo. Also wir haben es schon stark verbessert. Da kann man sagen, was man will. Gut, aber heute gehen wir jetzt auf große Reise. Weil wir brauchen definitiv Drops, wir brauchen noch Sättel und Gedöns. Betäubungspfeile. Und im Gegensatz zu Fjordor, falls das jemand guckt. Können wir uns ja hier die Engramme nicht einfach so lernen. Also brauchen wir Drops. Die gehen wir jetzt suchen. Und in der Zwischenzeit finden wir schon was, was wir machen können. Aber wir können doch mal auf die Karte gucken. Ich glaube, da hinten im Eck waren wir auch noch nie wirklich. Da gibt es aber auch nicht so wirklich was, wo man es hin könnte. Aber egal, wir fliegen mal hin. Ah, der Triumph über den Alpha-Raptor. Ich habe mir auch überlegt, rein theoretisch gesehen könnten wir auch eine Falle bauen. Aus vier Metallfundamente. Ja, sieben Türrahmen. Gucken, dass wir auf unserem Gefährt hier sitze. Hinten den Alpha Raptor dort rein locken und dann hinten einfach zubauen. Und dann gemütlich von vorne rein schießen, bis er tot ist. Bauen den Schmatz mal weg. Ne, halt mal, das ist glaube ich cool, ja. Ah, warte mal. Da war doch was. Ne, Tula Coleo. Noch immer. Da habe ich was gesehen. Zum Beispiel, dass unser Sprit alt ist. Was machst du da, Arschloch? Mann, 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 Mann. Geht ja wieder gut los, halt. Denkst du an nichts Böses? Schmeiß das hohe Affenfiedler-Zeug und geh. Warte, wer bist du denn? Ah, du schon wieder. Nee, 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 nee. Du kannst mich vom Vorrel holen. Ich bin ja nicht ganz blöd. Ich bin nur gelegentlich halb blöd. Das ist der Drop, wo man der Raptor sagt, der Dritter. Komm, da ist doch jetzt bestimmt. Schrotflinte haben wir doch schon. Sogar Baupläne. Ist ja nett, aber wir holen es trotzdem mit. Oh Mann, ey, du hast gut geparkt, Kollege. Kannst du auch irgendwas? 125% Waffenfahrt. Gut, alles klar. Wir müssen dafür nur Zinnpulver lernen können. Wir müssen dafür Schwarzpulver lernen können. Wir müssen dafür die Munition lernen können. Aber gut, vielleicht waren ewig gebraucht, bis man den Raptor-Sattel füttern. Warum sollte man nicht auch Dings drin? Ich habe noch einen Drop gefunden. Auch schon wieder urig weit weg. Fliegen wir davon bis zur Landzunge. Parke kurz dort, bis wir getankt haben. Und dann geht das weiter bis da drüber. Das müsste unser Kollege schaffen. Wir fliegen vor einen Strand, wo wir nicht zählen kann. Ah ne, da haben wir der Albert gezähmt, gell? Ja, doch auch lebe. Muss nur Babys machen. Und zwei von seinen Babys sind schon im großen Einsatz. Was wir auch machen können, nachdem wir jetzt gesehen haben, wie effektiv die Kettensäge so
Obes zerlegt, mir könnte noch Leder und das ganze Zeug sammle und noch so Sattel baue, mit dem rüberfliehe. Oder vielleicht machen wir das über die Obis, keine Ahnung. Weil der Sattel ist ja doch schon ein Ticke besser wie der, wo unser Kollege das Alberta des Nordens jetzt drauf hat, glaube ich. Ja, komm, noch ein Tankstopp. Ideal wäre es beim Marienbuch, könnte. Was wir aber nicht können, dann tank du mal. Ich muss hier gerade meine Remarkable aktiviere. Ich kann es natürlich auch noch um aktiviere einfach wieder ausmachen, damit ich weiß, wo in welcher Folge und warum und wieso überhaupt sind. Also gib mir eine Sekunde. Geht da ganz schnell, verspreche ich euch. Zack, das war's schon. Also Leute, ich kann euch nur ändern, diese Remarkable, auch wenn sie so teuer sind, die sind einfach nur genial. Ich habe das Ding jetzt seit Januar, ja Ende Januar, und ich bin ja derart begeistert. Ich habe hier keine Zettelwirtschaft mehr rumliegen, ich habe alles am Start. Ein Schaltdämpfer. Nö, sowas brauchen wir nicht. Das bringt einem sowieso, glaube ich, nur was, wenn man PvP spielt. Dafür habe ich nicht genug Mitspieler hier. Das wäre auch ein bisschen blöd, weil ich spiele ja nicht auf dem Server. Das heißt, wenn ich jemanden mit hierher holen würde, hätte ich das kleine, aber feine Problem, dass der nur eine gewisse Reichweite von mir weg hat. Und glaubt mir, das ist nervig. Das ist super nervig. Das stresst. So, droppt er irgendwo. Gehen wir mal in die Richtung. Da droppt es ja auch hin und wieder. Unser Strand. Da ging es aufwärts. Müssen wir gucken, wie viel es war, aber ich glaube, es war mindestens 40 oder 50 Folge sogar, wo ja gar nichts funktioniert hat. Ja, genau. Lande du dann. Ich will auf dem Fels landen und du landest auf dem Bottom. Okay, warum auch nicht? Ach, du wirst schon wissen, was du machst. Die Hüpfel. Oh, du, warte mal. Alter, warum sagst du mir dann, dass du kein Manjaro mehr hast? Ach, Kacke, mir wollte doch die Dings, Bruder. Wir landen mal ganz vorsichtig hier und machen wir dann auf uns aufmerksam. Verkloppe denn? Der ist schade, das ist ja ganz stark. Jetzt gehen wir mal ganz gemütlich daran. Obwohl, naja, schon fließt denn dahin, ne? Und locke dann bei, weil wir uns ja gleich mit alle gar nicht. Am Schluss kann ich noch Buff oder sowas. Uhu. Ah, super. Egal was du machst, Alter. Du stirbst am Schluss ja eh. Jetzt tanken wir mal auf. Was hat denn da drin für Leber? 600. Dann fliegen wir darüber. Rolle den mal voll in ihren. Die einfach weiter und landen.
Ah, das weiß ich. Oh, komm dann eher auf die gewöhnliche. So, damit dürft ihr genug Manjaro haben. Und Pfeile hat er getroppt, das ist doch lieb von ihm. Das Ding kann weg. Nimm alles raus. So, weiter am Text. So normal. Oh. Ich glaube nicht. Oh, vielleicht doch. Ja, gib mir Tiernamen. Nenn mich Pteranodon. Glitschi, Glitschi. Glatschi. Gut gemacht, Kollege. Latsch mal ein Stück weg, damit ich nicht besser kann. Skorpionebäscher hat sich doch als, was war das? Ah. Als vorteilhaft erwiesen. War das nicht so? Die gab es doch mal hier oben. Ah, es gibt Kentos. Ah, nicht schlecht, aber Artikel zu aggressiv. 15er Agatharvis, der lohnt sich überhaupt gar nicht. Wenn wir mal jetzt schon draußen können, dann mal Bibermobber. Gott sei Dank haben wir eigentlich mehr als genug. Kollege, wie viel Leber hast du? Der eine hatte 15. Ach komm, das ist doch kein. Das ist doch mehr oder minder ein Opfer. Ah, ich habe aber schon wieder eine Anstecke, verdammte Scheiße. Der Vorteil bei der Falle ist, da kann er nicht wegrennen. Könnten wir ihn also schön im Spargang zerlegen. Würden mit ganz so viel Pfeile verschießen. Wobei Pfeile sind ja kein Problem, die können wir ja auch selber bauen. Ja, dieselbe so. Mit dem mit 80.000 Leerwert. Ja, mittlerweile wäre es dann irgendwie so eine tolle Idee, da zu Fuß rüber zu laufen. Der schmatzt sich ja sofort weg. Das mit den Drops nervt mich gerade schon wieder. Muss ich mal so ganz ehrlich zugeben. Also wirklich mal fast behaupte. Wir machen mal den Flug noch, oder? Also wir bauen Sattel, so High-End-Sattel. Wird Alberta des Nordens. Blattere dort Nova. Dieses Mal mit Lagerfeuer.
Also wenn ich jetzt keine Drops sehe, machen wir das. Müssen wir vorher natürlich noch ein paar Obese schlachten. Oh, das mit der Drops hier riecht mich echt auf. Wer meine Videos von Fjordur kennt, der weiß, wie viel Drops normalerweise so da in der Gegend rumhänge. Aber weißt du was? Ich hole mal mit. Warum ist denn da jetzt Obsidian rausgefallen? Also, entschuldige, Obsidian brauchen wir eigentlich nicht. Das haben wir denn von der Deli. Vielleicht haben wir dieses Jahr im Norden ja mehr Glück mit den Drops. Erzählt mir mal jemand, was das da ist. Oh, nix. Nur ein falscher Luftspiegel. So, machen wir mal geschmeidig einen anderen Flug und so, läuft doch bei dir. Ach, er ist schon ein guter. Scheiße, alle. Ah, komm, wir können mal gerade die Beete gucken, wie sieht's denn aus mit Dünger? Beziehungsweise, wir können mal da reingucken, wie sieht's denn aus mit Dünger? Schon ein Klasse Dünger. Die holen wir mal da raus. Voll. Und schmettern die mal da. So. Jetzt täte mal wohl ab, wenn ich Stroh. Da haben wir, glaube ich, ja. Oh, Alter, was machst du für Balava? Hast du vielleicht die anderen Stellungen? Ja, hast du. Oh, toll. Bringt nichts. So. Das heißt, man hätte noch 4 Platz. Okay. Jetzt wollte mal was zu nehmen hast. Was er nicht mehr hat, dann hoffen wir mal, dass das da hinten kein Setzling gemessen hat, dass man so flügeln kann. Nein, ist ein Setzling. Ja, nicht klar. Von logisch, dann ist es doch mal ein bisschen. Gebüsch verklopfen. Ich bin ja froh, dass wenn ich sagen, wenn du das Gebüsch verklopfen, dass du dann anfängst, ihr wisst schon. So. Das müsste doch für viel häufiger reichen. Komm schon, so war schon zu viel. Jupp, dann schmeißen wir den so irgendwo. Du willst mich doch verarschen, gell? So, das hätte man geklärt. Dann ende ich mit dieser Folge für heute. Und wir sehen uns an dem schönen Mittwoch. Ich hoffe, das wird ein schöner Tag. Gut, also ja. Bis denn, Freunde.